Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Kochen und Essen, das ist ihre Leidenschaft. Und sie stellen sich einen Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Christine Egger aus Zielschlacht im Thurgau. Aus Baus im Basuland Caroline Schweitzer. Danita Mosimann aus Affoltern im Emmittal. Auch dabei sind Conny Hildebrand aus dem Zürcherischen Tiefen, Karin Caminada aus Almens im Bündner Domleschg, aus Rickenbach im Kanton Solothurn Katrin Kiesling und aus dem Muotatal im Kanton Schweiz Yvonne Heinzer. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Bülach, am Samstagmorgen. Es ist Merit. Jemand hat es präsent. Conny Hildebrand muss noch etwas an ihren Stand bringen. Hallo zusammen, ich bringe das Gemüse. Hoi. Conny ist heute Gastgeberin der Landfrauen. Trotzdem ist sie wie jeden Samstag auf dem Merit. Nein, es ist nicht viel. Es beruhigt mich innerlich, dass ich das ganz normale Leben kann leben. Das ist für mich relativ wichtig jetzt gerade. Sonst wäre ich glaube schon recht nervös, ja. Da fahren sie schon ins Zürich-Ungerland. Die Landfrauen haben klare Vorstellungen vom Essen bei der Conny. Ich glaube, es ist so voll auf dem Grüntrip. So Gemüse und nochmal Gemüse und wieder Gemüse. Ja, ich denke, sie hat sehr viele spezielle Sachen. Sie hat auch selber ganz viel anpflanzen. Ich denke, das ist sicher ein bisschen anders als bis jetzt das, was wir gesehen haben. Ja. Er geht in ihren Hof, liegt zu Teufen im Zürcher Wieland. Richtig geraten, es gibt viel Gemüse bei ihr und bei ihrer Freundin Regina Biedermann. Sie machen einen warmen Gemüsesalat. Das könnte riskant sein. Es ist schon ganz etwas Spezielles und wahrscheinlich kennen sie das überhaupt nicht. Ja, wir werden es dann sehen. Also, ich finde es voll fein. Und die, die es bis jetzt gegessen haben, haben es eigentlich alle aufgegessen. Das ist ja ein gutes Zeichen, oder? Die Fahrt geht über einen Rhein. Und die Frauen sind am Wehrweisen, was es echt für Fleisch könnte geben. Ich könnte mir Hase vorstellen. Ja. Und ich Bulli. Ich glaube Bulli. Mit Gemüse und weißt, vielleicht noch gestopft mit etwas. Okay. So kräutermäßig. So. Also ein Rossamtergott oder so wäre jetzt auch nicht schlecht. Vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Alle liegen falsch. Es gibt Lamm. Und das ist etwas gewagt. Ich weiss, dass die eine und die andere überhaupt nicht gerne Lamm hat. Aber ich weiss, dass Regina auch nicht gerne Lamm hat. Und sie isst. Darum habe ich keine Angst. Mit der Soße, die es gibt dazu, ja, merkt man es einfach auch nicht gerade. Es gibt eine Soße mit starkem Gau. Zuerst tut sie Haudersaft als Geschnetzelte. Und dann ein Gutsch Prosecco zum Marinieren. Später kommt dann noch etwas Gespässiges in die Soße. Geschmolzene Schocke. Nur noch ein Rank und dann sind sie da, in der Weide. So heisst Conny ihren Hof. Thank you.
Ich bin Yvonne. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei mir. Ich darf euch sogar meine ganze Familie vorstellen. Als erstes mal mein Mann, Martin. Der wird euch dann servieren. Dann mein Sohn, Dominik. Unser Sohn, Dominik. Das ist meine Mutter. Mein Vater, er hat übrigens die Maroni gesucht für euch. Regina, sie hilft mir kochen. Sie ist die beste Freundin auf der Welt. Unsere Tochter, Olivia. Am Schluss ist noch mein Götti, der Hans-Jörg. Er wohnt mit uns. Dann haben wir noch einen ältesten Sohn. Der ist jetzt gerade in Laos, also der kann nicht da sein. Aber er lässt euch grüßen. Ja, dann darf ich euch jetzt den Apéro geben. Anstossen die unsere Vereine mit Portwein. Dazu gibt es frische Maroni und Zwetschgen im Speck. Was die Conny heute den Landfrauen serviert, kommt fast alles vom eigenen Hof. Auch die Birnen und das Getreide für das Birnenbrot. Es ist morgen um 6 Uhr. Er geht ihren Tag auf dem Hof, fährt an. Ihr Mann ist schon weg. Er arbeitet auswärts als Schreiner. Der Hof ist er gar nicht ihres Reich. Ich liebe es, am Morgen in den Stall gehen. Wirklich. Normalerweise, wenn ich hier komme, dann rufen der Tross, sagen der Heu. Und so kommen und es verwacht alles. Es ist so kühl. Ich liebe es wirklich. Ja. So. Tagsüber ist viel los auf dem Hof. Jetzt ist noch alles ruhig. Vor allem bin ich sehr gerne allein. Das genieße ich am Morgen. Da ist wirklich kein Mensch rum. Das ist eigentlich das Allerschönste. Die Conny baut seit gut 20 Jahren da und hat den Hof nach ihrem Gusto eingerichtet, mit vielen verschiedenen Tieren. Zwei warten heute besonders ungeduldig auf Conny. Wenn sie Hunger haben, ist fertig lustig. Hey! Ja, ich hatte das Gefühl, mein Nasentuch sei etwas zu essen. Ja, die sind etwa 100 Kilo, die brauchen langsam ein bisschen Futter. Dass da ja. Wenn es um 6 Uhr kein Morgen gibt, sind sie mufflig. Und dann bekommen noch alle anderen ihres zu Morgen. Später am Morgen bekommt Conny Hilfe. Ihre Götti, der Hans-Jörg Gehring, arbeitet wie jeden Tag mit. Früher hat er den Hof geführt. Jetzt hat sein Gottemädchen Zügel in der Hand. Also, wir können gut schlagen miteinander. Ja, sie hat eben ihre Ansichten und ich habe meine Ansichten. Und ich muss ja das dann machen, was sie meint. Oder? Sie ist ja die Chefin ist, oder? Vielleicht wollten sie auch ein bisschen auf mich.
Conny und Regina sind am Wiederflechten. Und jetzt braucht man wieder Schnur. Mhm. Oder kann ich es gerade mit dem wieder, oder? Das sollte Kugeln geben. Conny hat klare Vorstellungen. Also gut. Du bist der Chef. So, und jetzt ist das eben ganz einfach. Jetzt nimmst du so eine Weide. Und dann fährst du einfach neu mit an und tust es einflechten. Und überlegst dir im Fall überhaupt nicht, wo du es tust. Aber man muss nicht so wie beim Wäsche uheben. Überhaupt nicht. Einfach, wie es gerade läuft. Einfach schauen, dass du nicht fest in eine andere Form kommst, sonst immer bei dieser Höhe bleibt. Okay. Gut. Die zwei flechten die Dekoration für das Landfrauenessen aus Weiden, die Conny in der Nähe hat geschnitten hat. Es ist etwas wie Korbflechten. Ich liebe altes Handwerk. Wirklich? Und Korben hat also ehrlich gesagt auch noch Familientradition. Mein Urgroßvater war Korber. Ich habe auch noch das Werkzeug und alles zusammen. Ja, alles, was ich machen kann mit etwas, das ich in der Natur holen kann, finde ich einfach lässig. Und das tut mir ehrlich gesagt auch gut. Also ich muss mich mal zusammenreissen und anhocken und ein bisschen Zeit haben. Viel Zeit hat sie heute aber nicht. Sie hat noch anders vor. Hallo zusammen. Hoi. Sie will das dritte ausreiten. Olivia, wie geht's? Gut. Conny, ihre Tochter Olivia, ist in der Lehre zur Coiffeuse und hat heute frei. Die drei Frauen gehen gerne zusammen reiten, auch wenn es eine Herausforderung ist. Es ist immer etwas speziell. Vor allem mit den drei Rossen. Weil die zwei Kleinen da sind schon ewig und immer zusammen. Und der Gross. Gell, Olivia? Den Gross haben wir vor 2 Jahren geschenkt bekommen. Und die sind immer noch ein bisschen an der Angewöhnungsphase. Fühlt sich frei. Man ist so leicht. Manchmal fliegt man so durch den Wald, wenn man so galoppiert. Es ist Freiheit pur. Ist alles gut gegangen. Das ist nicht immer so. Conny, ihre Stuten ist besonders eigenwillig. Kinder ist schon ein bisschen mein Ross. Manchmal glaube ich auch ein bisschen mein Spiegel. Man kann sie einfach nicht bändigen, Kinder. Und ich glaube, manchmal ist das bei mir auch nicht so ganz möglich. Ja, der Freiheitsdrang haben wir, glaube ich, auch ziemlich ähnlich. Der Tag geht langsam zu Ende. Jetzt hat auch Martin in der Schreinerei Feierabend und kann seiner Frau helfen. Martin, bist du bereit? Ja, gut. Komm mit. Marlin, langsam. Langsam. Kommt! Uli, komm! Kommt! Die Schafe von einer Weide zur nächsten treiben tun sie immer zusammen. Mit der Martin geht es einfach am besten. Komm, gehen wir rein. Kommt! So. Komm hier, komm! Darf ich noch raus? Ja. Marlin, warte. Die Conny und Martin kennen sich schon seit der Jugend. Seit fast 30 Jahren sind sie ein Paar. Martin hat immer auswärts gearbeitet, aber seine Frau beim Bauern, was geht, unterstützt. Ich schätze Martin, dass er so ruhig ist.
Auch wenn ich irgendwie eben das Gefühl habe, jetzt ist zu viel, ich mag nicht mehr, ich sehe jetzt tatsächlich nicht mehr über den Berg hin, dann ist seine Ruhe die, die mich dann ein bisschen beruhigt und manchmal dann schon wieder oben runterholt. Und dann schnuffst du so zwei, drei Mal durch und dann ist der Berg plötzlich gar nicht mehr so hoch. Das schätze ich schon extrem an ihm. Und was ich am allermeisten schätze, er gibt mir extrem viel Freiheit. Ich brauche einfach manchmal meinen Freiraum und meine Freiheit. Ja, und die gibt er mir. Das ist eigentlich das allergrößte Geschenk, das er mir immer gibt. Ich bin absolut stolz auf meine Frau, dass sie das so, wie sie es umsetzt und immer wieder neue Ideen hat, wo sie versucht nachzugehen. Und immer, eben, also, ich finde, es ist nicht einfach für sie, um zu bestehen so. Und man braucht immer wieder einen neuen Anstoß. Und das finde ich eigentlich schon, dass mich das mit Stolz erfüllt. Stetzt! Molly, nein! Nimm ein kleines Kind. Jeden Tag arbeitet Conny im Garten. Heute setzt sie Frühlingszwiebeln. Ihr Garten ist ein richtiges Experimentierfeld. Jedes Jahr probiert sie andere Gemüsesorten aus. Ich brauche unbedingt auch immer Abwechslung. Ich kann jetzt nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Ich muss immer etwas Neues haben. Sonst wird es mir langweilig. Ja, und dann auch zum Kochen ist es interessant, was rauskommt. Rote Krautstellen und andere alte Gemüse in verschiedenen Farben pflanzen sie am liebsten an. Bei ihr wachsen noch violette Bohnen. Sie zieht fast alles Gemüse selber aus Samen gross. Wenn es reif ist, verkauft sie es auf dem Markt. Oder sie kochen damit. So und bald für die Landfrauen. Jeden Mittag kocht Conny für sich und ihre Götti. Heute ist ausnahmsweise auch der jüngste Sohn da. Der Dominik hat gerade Ferien. Guten Morgen. Das. Die Conny und ihre Familie wohnen seit 25 Jahren zusammen mit dem Hans-Jürg. Drei verschiedene Generationen unter einem Dach. Scheinbar funktioniert es. Mal ein bisschen besser, mal strenger und mal ganz schön. Au. Wie ist das? Ja, das ist schön. Wir haben nicht ein paar Lampen, aber sonst geht es. Nein. Ja, eben, sonst wäre ich allein, oder? Das wäre ja nicht so schön. Es sind halt Generationen und jeder ist in einem anderen Stadium. Und man muss sich immer wieder neu daran gewöhnen, an das Stadium des anderen. Ich meine, erstens, wir haben, unsere Kinder sind nicht mehr da, wir sind auch nicht mehr die ganz Jüngsten. Und der Götti kommt wirklich in ein Alter, wo langsam weiss, man mag nicht mehr so, man ist nicht mehr so schnell. Das gibt so Differenzen, wo man zuerst wieder lernen, damit umgehen. Und beim Schopf zu hat es eigentlich auch. Ja. Die Säbelde hast du hier vorne? Hä? Die Hüschli? Ja, die vorne und die im Schopf zu. Ganz so lang. Frisch auf der Kuh. Am Nachmittag geht Conny mit einem Mädchen aus dem Dorf üben für das Reitbrevet. An einem speziellen Ort. Reiten auf dem Parkplatz. Und der ist gerade etwa so gross wie ein richtiger Reitplatz. Ideal für das Training von diesen Hufschlagfiguren. Auf, Yes, so. Gut. Sehr gut.
Position. Und jetzt antraben. Die Conny ist schon als kleines Kind geritten. Am liebsten ohne Sattel. Auf, auf. Lächeln ein bisschen. Zügel lockerer heben. In all diesen Jahren hat sie viel über Ross gelernt. Sehr gut. Super, so ist genau gut. Loben. Und die Halt ist beim X an in der Mitte. He? Oho. Und steh. Ja. Super gemacht. Ja, gut. Mein Geheimnis mit dem, im Umgang mit dem Ross. Vielleicht, dass ich. Ich bitte den Ross darum, dass wir etwas machen. Ich sage nicht, du musst. Weil sie machen mir eigentlich einen Gefallen. Und das Ross ist so. Ein Ross wird dir in der Regel immer gefallen. Also, wenn ein Ross dir etwas liebt, dann solltest du es auch wirklich immer loben. Weil es wird um jeden Preis dir gefallen. Und das finde ich so schön, dass man mit etwas bitten kann, etwas mega Schönes erreichen. Beim Haus ist in der Zwischenzeit Besuch angekommen. Hallo! Mongolische Freundinnen machen ihre Jurte, die bei der Conny steht, parat. Hi, Conny. So, schön bist du da. Wie geht's dir? Gut, und dir? Gut. Die Cimge Gerber und Zegi Müller sind beides Mongolinnen, die mit ihren Familien in der Nähe wohnen. So. Siehst du aus? Hi. Danke. Du auch. Ja. Hi, Conny. Hi. Schön, wieder mal da zu sein. Ja, schön, dass du da im Fall. Schön, dass du da bist. Geht's gut? Ja, danke. Wir sind da schon ein bisschen am. Conny und Martin waren schon ein paar Mal in der Mongolei. So ist es zu dieser Freundschaft gekommen. Für dich ein bisschen mongolischer Salat. Danke vielmals. Können wir nachher mit den Nudeln probieren? Ja. Sie kochen heute zusammen mongolische Nudeln mit Lammfleisch. Die Conny ist schon weit in der Welt herumgereist und schaut gerne Rezepte von anderen Kulturen ab. Von meinen Reisen nehme ich immer Rezepte mit heim. Ja, von einer Eskimo-Frau habe ich zum Beispiel Brot. Die machen auch ganz spezielles Brot. Die hat mir ein Rezept für das gegeben. Oder zum Beispiel neunmal habe ich den Zimmerschneck gefragt, ob ich dieses Rezept darf. Ja, ich brauche immer so ein Erinnerungsstück von meiner Reise, das ich dann nachmachen kann. Der Zimmerschneck hat sie aus Alaska mitgenommen. Und jetzt will sie wissen, wie man die Nudeln macht. Zu viel, zu dick. So locker. Nicht so. Die geschnittenen Nudeln kommen zu gedämpftem Gemüse und Lammfleisch. Und schon bald ist der mongolische Nudeltopf Zyvan fertig. Das Nacht essen alle zusammen in der Jurte. Wie der Mongolei. Ein separates Schüssel. Das kann ich glaube ich schon. Schon Zucker drin? Ja, du. Extra für mich? Ja. Also, guten Miteinander. Danke fürs Kochen. Beim Essen in der Jurte stillen alle ein bisschen ihr Fernweh. Immer wenn sie genug Geld und Zeit haben, gehen Conny oder Martin reisen. Früher aber mit der ganzen Familie. Wir müssen doch wieder Kaffee trinken am Flughafen, gell? Genau. Yeah. Und gerade schmieden sie neue Pläne für eine Reise in die Mongolei im nächsten Jahr. Es ist Freitag. Wie jede Woche steht Conny in ihrer grossen Küche im unteren Stock und backt für den Merit von morgen. Küchen, Gebäck und Brot. Seit gut 25 Jahren fährt sie damit auf den Merit zu Bülach. Backen tue ich schon seit eh und je fürs Leben gern. Und wo ich noch ganz jung war, hat meine Grossina da gewohnt. Und sie war 101 und sie hat jemanden gebraucht, der für sie schaut. Und dann bin ich eigentlich da runtergezügelt.
und habe nur für sie geschaut und habe aber gleichzeitig ja, etwas zu tun wollen haben. Und auf der Merk war schon ewig mein Traum. Und dann habe ich angefangen zu backen. Am Anfang hatten wir ein Brot, jetzt habe ich vier verschiedene Brote und Zöpfe. Und ja, es wird immer anders. Es ist grösser geworden, ziemlich viel grösser. Morgen ist Merit, aber auch die Landfrauen zur Nacht. Bis jetzt hat sie noch gar nichts fürs Essen vorbereitet. Jetzt muss sie Gas geben. Mit diesen Äpfeln macht sie eine Äpfelglasse. Ja, Äpfelglasse ist sicher speziell. Aber eben gut zum Ausprobieren. Ich habe jetzt diesen Sommer sowieso angefangen, Glasse zu machen. Und ich habe eigentlich jedes Mal eine Glasse gemacht mit gerade diesen Früchten, die reif waren. Also, und jetzt sind halt die Äpfel so weit, also gibt es Äpfelglasse. Für die Glasse kochen sie die Äpfel mit Zitronensaft weich. Zeigelb vermischt sie mit Zucker und Vanillezucker und rührt es schaumig. Das kommt dann zu gewärmter Milch und Nidle. Jetzt wird es heikel. Jetzt muss man das ganz langsam aufkochen. Man sagt dem zu Rosé kochen, das heisst, es darf nicht kochen, es muss warm gemacht werden und dann muss es so über die Kehle wie eine Rose gehen. Also es gibt dann wie so Wellen im Meer eigentlich und dann wäre es richtig. Und der Punkt darf man nicht verpassen, sonst grinnt alles. Und dann kann man wieder von vorne anfangen. Von dem Moment habe ich im Fall auch Angst. Jetzt kommt es dann, glaube ich. Leider geht es nicht mit dem Löffel. Jetzt so, ja. Es gibt leider keine so schöne Rose. Ihr wisst schon, wie das aussieht. Es gibt so wie Wellenlinien, wie es geht. Aber es geht jetzt nicht. Aber anfangen muss sie nicht noch einmal. Ich bin zufrieden. Jetzt kommen die pürierten Äpfel dazu. Und geschlagene Nidle. Und dann kann alles in die Früh. Bis zum Landfrauenessen morgen. Oh, wenn sie noch viel vorbereiten sollte, Conny muss jetzt erst mal den Kopf durchlüften. Ich liebe es zum Beispiel jetzt im Herbst in diesen Blättern rumrennen. Das finde ich das Beste. Am liebsten könnte ich stundenlang. Oder wird es an der Dösegg Samstag? Die Conny und Regina machen die Vorspeise, den warmen Gemüsesalat. Drei kommen geraffelte Zucchetti, Sauerkraut und Rande. Alles roh. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, ja. Weil es ist schon ein bisschen anders als die normal. Sagen wir mal gut bürgerliche Küche. Es ist ein kleines Wagnis. Heißen euch willkommen bei uns. Und Conny wird jetzt dann hochkommen und uns das Menü erklären. Ja, danke schön. Jetzt dürfen wir dem von auch nicht schauen. Ja, wir erwarten. Gut. Nein, ist das schön. Das hat sie aber noch geflochten. Das sind das Röseli drin. Herzlich. Hallo zusammen. Hallo.
So, habt ihr schon etwas gelesen? Ja. Das ist cool. Dann sage ich euch mal ein bisschen mehr dazu, aber ehrlich gesagt nicht alles. Als erstes gibt es einen warmen Gemüsesalat mit Hausbrot. Dann zum Hauptgang gibt es Zürichschnetzel, nach meiner Art, mit Rösti und Krautstielgratin. Und zum Dessert gibt es süße Ravioli mit Fruchtglasse. Ich hoffe, ihr habt das gerne und ihr könnt es ein bisschen geniessen. Das ist die Sauce zum warmen Salat. Regina, willst du schon mal probieren? Sehr gern. Steht jetzt so. Für einen speziell gut sorgen sauber gemachten Figensenf und Zitronensaft. Ist gut? Ja. Der Martin schenkt schon mal den Federweiss vom eigenen kleinen Rebberg aus. Gesundheit. So kalt bleiben wir. Ja. Also kalt. Ja. Das geraffelte, rohe Gemüse und gekochte Bohnen kommen nur kurz in die warme Soße. Und dann können sie schon anrichten auf den rohen Spinnenblättern. So. Noch ein bisschen getrocknete Figen aus dem Garten drauf und Hausbrot dazu. Und fertig ist die Vorspeise. Danke. Dann. Die Conny ist schon die vierte, die die Vorspeise im Einmachgläschen serviert. Berühmte Weggläschen. Ja, ja, die sind super, danke. Merci vielmals. Sehr schön. Dann wünsche ich euch einen guten. Danke. Ach, schmeckt das fein. Habt ihr Rande drin? Ganz fein. Schnittblaukraut. Was ist das? Was ist das? Spinat ist es um innen. Spinat? Ja. Okay. Richtiger Wundertyp. Ja, weißt du? Die Landfrauen müssen nicht nur rädeln, auch bewerten. Und das jede für sich. Es war noch so etwas knackig und gleich warm. Und das Hausbrot war auch fein. Das Hausbrot selber habe ich jetzt persönlich ja, nicht gerade so speziell gefunden, weil es für mich war es so auf eine Art fast süßlich zu diesem feinen Salat. Speziell war schon, dass der Salat lauwarm ist. Das hatte ich noch nie so. Aber mit dem Süßen und den verschiedenen Sachen, die da drin waren, mit den Feigen. Feigen habe ich sonst nicht so gerne, aber in diesem Salat habe ich das sehr gerne. In der Küche sind sie am Hauptgang. Conny macht eine Füllung für Krautstielpäckchen. Sie ist angespannt. Jemand hat gesagt, bei dir erwarte ich schon irgendetwas ganz Spezielles. Ja, das setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck, ehrlich gesagt. Die Füllung aus farbigen Tomaten und Mascarpone kommt auf blanchierte Krautstielblätter. Und noch etwas über die Päckchen. Grüß dich. Die Frauen trinken schon mal einen Blauburgunder aus eigener Traube. Nein, die Schocke ist nicht für das Dessert. Sie kommt in die Soße vom Lammgeschnetzelten. Geschmolzene Schocke, Brombeerkonfi, Haldensaft und später kommt noch Rotwein dazu. In dieser dunklen Soße soll das Lammfleisch vom Hof auch den Frauen schmecken, die eigentlich nicht gerne Lamm haben. Ich will unbedingt, dass es fein ist. Ja, erstens ist es schade für das Fleisch, wenn es nicht gut kommt. Und zweitens will ich diesen Frauen zeigen, dass Lamm wirklich auch fein ist. Dass man das Vorurteil ein bisschen wegmachen kann. Zum Geschnetzelten gibt es Rösti aus farbigen Herdöpfeln. Und schon ist alles parat für einen Service.
die Sauce auch nicht. Genauso farbig wie die Sternli waren die rauen Herdöpfel. So. Alles schön angerichtet, aber die Köchin ist nicht ganz zufrieden. Geht so jetzt gerade? Mo, es ist gut gelaufen. Nein. Wieso nicht? Einfach hat mir nicht gepasst. Was hat dir nicht gepasst? Tröste? Ja. Oh. Aufgeregt. Ich bin pingelig. Ja, ungrausam. Sie hat nicht gut gelöst und ja. Aber ja, ist schon gut gewesen. Und dann da ist mir die Soße zu dünn. Ich bin ein Pingeli schlimm. Es ist wirklich ein Elend. Mal schauen, wie es bei den Landfrauen ankommt. Danke schön. So schön gemacht. Danke. So. Ich wünsche dir Danke. Die Soße geht Rätsel auf. Ist da Schokolade oder andere Soße? Es tut auch so ein bisschen süsseln, nicht? Weiß ich es jetzt noch? Was ist? Mensch, ist es nicht Balsamico? Oder Honig? Ja. Süße wie? Die Soße ist für mich jetzt es war etwas süßlich. Also, es hat mir nicht dementsprechend so passend gemundet. Die Soße war einfach speziell, sehr speziell. Und dann hat es ja Röstung gegeben. Die war gut. Das Fleisch, vielleicht auch die Soße, geht also für mich zu süßlich. Aber das Fleisch an und für sich speziell fein. Die Hauptspeise die ist bunt dahergekommen mit der bunten Rösti. Es hatte eine wunderbare Kruste, es war auf Fang und es war auch sehr küstig, sehr gut gesalzt, das habe ich gerne. Das Goni konnte mich sicher abholen in der Krautstelle, die haben mich mega fein gemacht, die waren wirklich gut. Was nimmst du vor allem noch? Martin! Ausgerechnet Karin, die nicht gerne Lamm hat, möchte noch mehr. Lieber Martin, ich habe dich gerufen. Hat es euch geschmeckt? Ja, sehr. Schon? Meinst du, hat die Küche noch ein bisschen Anschlag? Können wir noch mal schauen. He? Also, wer hätte denn gerne noch mal ein bisschen? Ich gerne. Ich gerne. Das ist doch auch gut. Machen wir doch das. Ein grosses Kompliment für die Köchin gibt es nicht. Zwei wetten noch mal ein bisschen gerne. Les. Also, ich hätte das überhaupt nicht erwartet. Das freut mich mega. Es ist mega leis. Ja. Nein, ich rutsche es leider kaum. Oh, Achtung schnell. Schau jetzt. Die Küche hat also Freude gehabt. He? Danke vielmals. Nochmal einen guten. Danke vielmals. Danke. In der Stube wissen sie immer noch nicht, was es für ein Fleisch ist. Aber ich würde sagen, es war Kalbfleisch. Nein. Es war sehr zartes Fleisch. Aber ja, so ich es nicht kalt. Das ist, glaube ich, nicht. Ja, aber sie... Oh meine Güte, was haben wir da gegessen? Ich glaube Küngel. Nein, nein. Küngel hat doch mehr Fasern. Aber ich hatte recht faserige Dirne. Schon? Ja. Ich auch. Ein Meerschweinchen. Ein Ross. Das ist doch von einem Ross. Auf Lamm kommt niemand. Bist du sicher? Willst du es so, oder? Ja. Jetzt geht's ans Dessert. Es gibt süße Ravioli mit einer Schokinussfüllung. Dazu gibt es karamellisierte Nüsse vom Hof. Jetzt musst du schauen, es sieht aus wie Küsseli. Ui, schau, jetzt hat es gleich einen fast genommen. Ja, fast, das ist nicht ganz. Zu den Ravioli gibt es die Öpfelglasse und ein Birnensorbet. Tschüss.
Ja, das ist Hummer. So, bringen wir noch ein Dessert. Mmh, da. Danke. Hey, Nüsse drauf. Ich habe gesagt, ob es sich drin hat. Hui, danke. Oh, da. Ist ja Cornasauce drauf. Danke, ich habe noch gar nicht aufgefahren. Also, du Bier jetzt nie. Ja, gut. Ja, gut. Einmal mehr haben sie zu räteln. Was ist in dieser Ravioli? Nüsse? Scheiße, nur ein Sorbet, dieses ist Ranglos. Ja, ist noch gelb. Ja. Ja. Quitt ist es nicht, oder? Nur noch ein Schalas. Birre? Oder Birre? Birre schmeckt es. Ist es Birre, hä? Gell? Ja. Und beim Glasse haben wir uns auch alle wieder schwer getan, um herauszufinden, was es eigentlich genau für ein Glas ist. Birre war noch relativ eindeutig, aber den Äpfel habe ich jetzt zum Beispiel nicht geschmeckt. Ich hätte jetzt gesagt, es sei ein Sauerrahmglas. Aber anscheinend hat es wirklich Äpfel drin gehabt. Die Ravioli, da sind wir sehr gespannt drauf, wie man süße Ravioli macht. Und eigentlich hat sie es recht einfach gemacht. Sie hat einen normalen Teig genommen für Ravioli und hat einfach süße Sachen drin gehabt. Mal. Man muss zuerst auf die Idee kommen, das hat mich ganz toll gemacht. Für mich könnten die Ravioli können mehr Füllung haben. Also es war mehr Teig, als was es drin hatte. Das fand ich auch schade gefunden. Und die Gläser waren super gemacht. Ihr Mann hatte ein bisschen Angst, die ganzen Sachen zu servieren, aber er hat das absolut gut gemeistert. Er ist ruhig geblieben und er hat wunderbar serviert. Du bist extrem freundlich. Jetzt nehmen wir einfach Kaffee raus. So, oder? Die drei haben es geschafft. Oh. Oh, ist das schön, euch zu sehen. Zum Kaffee gibt es sauber gemachte Likör. Prost! Jetzt die grosse Frage. Aber Goni, was haben wir für Fleisch gegessen? Prost! Nein! Raus mit der Maus! Ja, wir sind's alle. Wissen gut. Ja, Lamm. Nein! Jetzt ehrlich? Ja. Es war Lammfleisch. Prost! Also, du bist der Erste, den ich das vergessen habe. Ich habe Schau jetzt an, und dann noch bestellt. Du Geschichte. Ja. Du hast gar nicht gerne Lamm, oder was? Ja, gerne Lamm. Ich hätte nicht gerne Lamm. Nein! Du musst gerade desinfizieren. Conny ist glücklich. Und das nächste Mal kocht gerade Karin Caminada aus dem Domleschg für die Landfrauen. Ja. Was kommt denn noch? Känguru? Nein, ich glaube, ich nicht. Nächstes Mal weisst du. Nächstes Mal bin ich ja dran. Nächstes Mal.